verehrtes Publikum, meine Damen und Herren, Mesdames et Messieurs, Ladies and Gentlemen, vom Leben präsentiert zum 100. Mal in Folge der Kampf altbekannter Gegner. Papa, ich habe mal eine Frage. Meine Tochter, was gibt's? Ja, also, Isabel hat mich heute Abend zu so einer Party eingeladen. Party? Darf ich dahin? Ich höre Party. Ja. Party ist nicht. Warum? Warum? Aber weißt du genau, deine Zeugnisse, letzte Halbjahreszeugnis war ganz Zeugnis schlecht. Ist nicht so deine schlimm. Letzten schulischen Leistungen sind auch miserabel. Die Arbeit, wenn ich daran denke, dann wird mir schlecht. Ja, toll. Vergiss es einfach. Party läuft nicht. Ich habe schon, ja. Nein, Ende der Diskussion, alle dürfen dahin. Ausschluss, die haben nichts gar mehr. Nicht so. Und hier sind wir schon in der ersten Runde. Du bist noch voll dabei. Der Kampf bedrängt dich. Treffe deine Entscheidungen. Tu es, tu es nicht. Bist du bereit? Weißt du's? Weißt du's nicht? Entscheide selbst. Darf ich dann wenigstens zu Lisa übernachten? Ist es die mit den roten Haaren? Ja. Ja, okay, aber um 10 Uhr rufe ich dich an, ob du auch wirklich da bist. 10? Ja, okay. Gut, dann tschüss. Ja, dann tschüss. Ja, und dann habe ich ihm einfach gesagt, dass ich bei dir übernachte. Das ist doch gut. Ja, was machst du denn dann? Hast du nicht eine Fahrkarte, oder? Wieso nicht? Das macht man einfach nicht. Achso, ich hole Anna hier im Bild. Spar dir das Geld doch wieder für was anderes, einen Drink oder so. Ja, aber wenn wir wirklich kontrolliert werden. Und wenn schon, kommen wir zur Bahnfahrt gleich. Tja! We both knew that we could run away.